Junge! Ich hab's auf der Kamera! Also wir sind jetzt an der ersten Raststätte und er gönnt sich gerade was zu essen. Und es ist Fisch und Fisch ist ekelhaft. Oh, oh, oh. Fisch ist Neu-Ulm. Neu-Ulm. Neu-Ulm sind wir. Okay. Also bestimmt so in der Nähe. Alle sind Motorrad fahren. Okay, alle. Also wir wollten eigentlich um 12 Uhr losfahren. Das Ganze wurde nichts. Weil, theoretisch ohne Zeitumstellung sind wir 12 Uhr los. Theoretisch? Richtig. Theoretisch ist das korrekt. Aber wir sind erst um 13 Uhr losgefahren, mussten den Ollen dann erst abholen und jetzt sind wir gegen 16 Uhr in Neu-Ulm. Du machst nur irgendwas Kleines. Und das heißt, wir sind 3 Stunden gefahren bis jetzt. Also haben wir noch 2,5 Stunden Fahrt vor uns und ja, dann haben wir es. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen, Nico? Gut leer. Ciao! Okay, das wird wohl nix. Was? Was? Damn, son. Was geht? Erster Eindruck. Sieht gut aus bis jetzt. Wir sind schon in Davos angekommen und wir erforschen gerade die Stadt, aber heute ist ja Sonntag, hat nicht so viel auf, waren wir kurz in der Bank und schauen einfach mal, was Davos anzubieten hat. Du hast beinahe da reingetreten, eine Landmine. Oh. Braucht jemand Handschuh? Haut hier oben Schlange rum, Mann! Was? Wow! Hallo! Wie ist das Wetter da unten? Jungs, was gibt's da? Das war gerade voll das gute, voll der gute Zug. Mhm. Bist du begeistert? Schon ein lustiger Sport irgendwie, finde ich. Was geht, Leute? Guten Morgen. Heute gehen wir wieder Skifahren. Das Wetter ist heute sehr, sehr gut. Schaut euch das Wetter einfach mal an, das ist so geil. Zuerst gehen wir erstmal frühstücken. So, wir sitzen erstmal auf dem Frühstückstisch und werden erstmal reichlich frühstücken für den heutigen Tag, denn wir haben sehr vieles vor. Und zwar, Joel wird euch das erzählen. Was machen wir heute? Wir gehen heute mal auf eine andere Skistrecke. Beziehungsweise Snowboard-Strecke. Wir waren jetzt die ganze Zeit in Davos auf dem Jakobshorn und wollen jetzt nach Parsen, heißt es glaube ich. Und wollen mal das neue Skigebiet, beziehungsweise das andere Skigebiet auschecken und mal gucken, was da abgeht. Two hours later. So Leute, jetzt sind wir bereit und rauf auf die Piste. Gut, oder? We'll be right back.
uns gerade 2600 Meter über den Meeresspiegel. Schaut euch das an. Das ist einfach geil. Einfach geil. Sag mal hallo. Yo. So, die zwei faule Socke sind gerade auf dem Berg und warten auf uns. Und wir gönnen uns ein Eis, ein Oreo-Eis. Wie geil ist das denn bitte? Check, checks. 6 Stück für uns zwei. What's up? Wie fandest du die Strecke, Nico? Naja. Der war schon ziemlich steil. Wir sind gerade die schwarze Piste runtergefahren. Und da wir schönes Wetter haben, der Schnee schmilzt und es ist dann ziemlich weich und so schlammig. Ist das ein Wort? Ja. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weich und dann auch durchnässt und da kann man nicht mehr so gut rutschen. Und nicht mehr hinfallen, weil man nass wird. Oreo-Eis ist das Beste. Ja. So, dann bis gleich und wir sehen uns dann wieder oben. Tschüss! Und wir sind da. Hallo ihr Lieben, wie geht's euch? Super. Oh, ich hab was gefressen. Was gab's denn Leckeres? Das war der vorgeschlagene Burger, der so super sein soll. Und wie war der? Schlechter als unsere auf jeden Fall. Uiuiui. Aber die Pommes waren mehr und günstiger. Nicht? Das ist richtig. Und sehr salzig. Also wo gehen wir als nächstes? Nach Hause. Mittelstation. Jetzt schon. Es ist drei? Was? Nee, halb drei. Halb drei. Kurz nach halb drei. Ey, das Wetter ist einfach so geil. Jetzt müssen wir fahren. Jetzt müssen wir noch fahren, fahren, fahren. Heute Abend. Was machen wir heute Abend? Das ist die Frage der Fragen. So, wir sind jetzt oben angekommen. Auf dem höchsten Gipfel hier in Davos. Wir befinden uns gerade auf fast 3000 Meter Höhe. Genau genommen sind es 2844 Meter über Meeresspiegel. Und wir fahren gleich die schwarze Piste. So, ich würde sagen, auf geht's, ab geht's. Wir sehen uns wieder unten. Ciao. Ich glaube, wir haben Bild. Yay! Wir müssen echt los, ne? Okay. Was machen wir jetzt? Essen. Wir gehen. Essen, essen, essen. Wir sind in einem Steakhouse. Das heißt, wir holen uns erstmal Salat. Ich habe einen Bock auf Salat. Also ich finde das echt mega geil, wie dieser heiße Stein da drüben zischt und brutzelt. Und ich kriege jetzt auch schon langsam Hunger. Ich hab's auch schon. Ja. Nein. Jedenfalls sind wir jetzt gerade in Ochsen, hier in Davos, Schweiz. Und da es unser letzter Abend ist, gönnen wir uns jetzt mal was Richtiges.
euch unseren Nachtisch an. Ich habe ein Coupé Dänemark mit Eis, Mousse de Chocolat. Was hast du? Daily. Und? Kreation. Heute ist unser letzter Abend und somit auch das Ende unserer Reise. Wenn es euch gefallen hat, subscribe, like and comment. See ya, take care, love yourself and bye.